Und da sind wir auch schon wieder mit Gothic. Oder ich, beziehungsweise ich bin halt immer allein. Ich sag mal wir. Dumme Angewohnheit von mir. So, jetzt werden wir weiterhin die Blutfliegen killen. So. Das müssen wir hier am Rand machen, damit uns keine Sumpf... Oh, netter Grafikbug. Damit uns keine Sumpfhaie hier erwischen. Müssen wir hier auf diese Insel... Die müssen wir ein bisschen rauskommen lassen. Funktioniert echt gut. Da ist nämlich ein Sumpfhai. Da müssen wir wohl warten, bis der weg ist. Das ist total nervig, diese Quest. Auch wenn die uns einiges an Erfahrungspunkte bringt. Wie sollen wir das denn jetzt hier schaffen? Oh Mann. Lass mal die Flügel einsacken. Das heißt, wir müssen immer im richtigen Moment rüber. Nicht, dass uns das Viech hinterher killt. So, gehen wir mal hier weiter. Das ist doch wieder Beschiss. Die buggen total rum, die Viecher. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich kann die nicht angreifen. Erst wenn die wieder die normale Haltung annehmen. Ach Mann. So, wieder eine weniger. Können wir auch gleich ganz rüber gehen. Da scheint ja kein Sumpfhai herzulaufen. Ne, hier sieht alles gut aus. Gehen wir gleich hier rüber. Oh doch, da ist einer. Aber nicht hier. Stirb. So, hier sieht alles gut aus. Ich hoffe, die Haie warnen uns auch immer vor, wenn die uns angreifen wollen. Jetzt müssen wir noch darüber. Nicht, dass wir auf einmal so ein Viech im Nacken angestürmt sehen haben wollen. Du, tolles Deutsch. So. Rein ins Getümmel. So, die ist down. Oh. Nein. Ah. Schnell weg hier. Aber wirklich schnell weg hier. Boah. Das hat uns schon anvisiert. Das visiert uns die ganze Zeit an. Nein. Wir laufen jetzt mal ganz schnell wieder zurück. Aber sowas von schnell. Ach Mensch, ey. Genau für sowas muss man hier aufpassen. Ist immer noch hinter uns her? Der greift uns nicht an. Mit gezückten Schwerte holen wir uns noch die letzte Blutfliege hier. Was wahrscheinlich nicht die letzte ist. Oder nee, wir gehen erstmal zu den Arbeitern und pfeifen uns erstmal irgendwas Heilendes rein. Total netter Grafikbug. Ich hoffe, das Viech ist echt nicht mehr hinter uns her. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Wenn es da vorne steht, ja, dann. Keine Ahnung. So. Eine Blutfliege noch.
Das Vieh scheint sich resettet zu haben. Den müssen wir ein bisschen gefühlvoller anlocken hier. Komm her. Schnell plündern. Was wir mit den anderen jetzt leider nicht machen konnten. Und ich werde einen Teufel tun, da wieder zurückzugehen. Ich hoffe jetzt echt, dass das alle waren. Da kann man echt Panik kriegen. So. Ach. Also dieses Anvisieren ist echt zum... Naja. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Super, dann haben wir die Aufgabe auch gelöst. Jetzt müssen wir nur wieder... Oder in welche Richtung? Nur wieder zum Lager. Ich glaube, in die Richtung war das. Ich habe schon keinen Bock mehr. Oh Mann. So, erst hier rüber. Da ist einer. Egal, wir rennen jetzt hier durch. Ich glaube, wir sind sogar auf diesem Wege hier gekommen. Also... Scheiße. Wir rennen hier durch. Das ging gut. Ich plündere die jetzt auch nicht, weil ich Schiss vor diesen Sumpfhaien hier habe. Hier ist die Hütte. Das heißt, das Lager ist hier vorne irgendwo. Und in Sicherheit, wenn wir noch an denen hier vorbeikommen. Ups. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So, wir haben es geschafft. Wir können sogar schwimmen. Yay. Oh, was ein aufregendes Abenteuer im Sumpf, ey. Das kann man keinen erzählen. Geben wir die Ernte jetzt schon ab oder verticken wir die? So, erstmal ein bisschen... Nichts ist uns gefolgt. Erstmal unsere Lebensenergie auffüllen. Mit denen geht das echt schnell. Und noch so ein kleines Pflänzchen hinterher. Dann sind wir auch schon wieder voll. Energie. Also nicht voll, sondern... ja. Dem dürfen wir noch nicht sprechen. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Gut, den haben wir überzeugt. Jetzt noch schnell die Ernte abliefern. Mal gucken, ich wollte in diesem Part noch nicht ins alte Lager, oder wir können uns zumindest auch einen Weg machen, aber ich, es dauert ein bisschen, bis wir das da alles durch haben. Deswegen geben wir die Ernte mal ab. Kriegen da auch wahrscheinlich auch nochmal Erfahrungspunkte für. Ich schau mal gerade. Wir sind jetzt Level 5, uns fehlen nur noch 425 Punkte, dann sind wir auch schon Stufe 6. Mindestvoraussetzung ist Stufe 5, damit wir uns einem Lager anschließen können. Das heißt, wir sind schon über dem Ziel hinaus. Das soll uns natürlich nicht stören. Je mehr, desto besser. Desto einfacher wird es später auch. Und gerade als Nahkämpfer finde ich das wichtig, dass man ein bisschen voraus ist. Man steht ja direkt vor den Viechern. Ich habe gelesen, gerade die Mindcrawler soll man eigentlich mit Fernkampf besiegen. Weil die so einfacher zu knacken sind. Die haben wohl ein paar Resistenzen gegen Nahkampfangriffe und so. Ja.
Egal, wir geben jetzt erstmal. Also die soll noch nicht unser Problem sein. Da leveln wir noch ein bisschen. Ein höherer Level kann auf jeden Fall nicht schaden. Ein paar extra Punkte. So, dann geben wir mal die Ernte ab. Was willst du? So. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Na, toller Dank. Was willst du? Mal kurz nachfragen. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Baals dich für würdig erachten. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, das heißt, 4 Baals müssen wir zeugen. 2 haben wir schon. Den einen machen wir jetzt. Wenn wir den anderen aus dem alten Lager hier rüber eskortieren. Und dann den anderen noch mit dem Schlafzauber. Wo wir den herkriegen, das weiß ich allerdings noch nicht. Irgendwer muss doch hier Zauber verticken. Haben uns schon die Ration geholt. Ich will mir meine tägliche Ration... Hier, nimm. Ich brech das ab, weil das immer dasselbe Gelaber ist. Ist hier noch der andere? Nee. Der hätte uns ja einen Dank aussprechen können. Gucken, wo wir den finden. Vielleicht auf dem Tempelplatz. Da sind so viele. Den müssen wir auch noch überzeugen. Dann latschen wir hier rüber, einfach respektlos, wie wir sind. Hier ist nur dieser Talas, aber der ist später noch von Bedeutung und es ist hier nichts Wichtiges. Okay. Dann gehen wir mal zum alten Lager wieder. Wo ich dann, denke ich mal, den nächsten Schnitt mache. Wir haben noch 2,5 Minuten. Bis dahin müssten wir eigentlich angekommen sein, oder? Vertickt der hier was? Das habe ich den, glaube ich, schon mal gefragt. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Das bringt uns ja alles nichts weiter. Das Einzige ist, den nehmen wir... die Ablöse geschickt haben, dass der in einer seiner Hütten ist. Dass der uns zum Dank vielleicht so eine Spruchrolle gibt für den Schlaf. Aber mal gucken. Achso. Ich habe Kor Kalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hier. Nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Ach, was für ein Zufall. Den können wir natürlich jetzt auf den anderen da anwenden. Und haben dann, ja, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Dann müssen wir nur noch den aus dem alten Lager holen, den abliefern, die Erfahrungspunkte kassieren. Dann haben wir 4 Balls auf unserer Seite und dieses Lager. Dann können wir noch mit dem neuen Lager abschließen. Ja, und dann war's das eigentlich schon. Dann habe ich die Wahl, welchem Lager ich mich erstmal anschließe. Ich werde erstmal das alte Lager nehmen. Wie gesagt, weil ich da 2 Stimmen für habe, die das alte Lager sehen wollen. So, und bevor ich den jetzt hier einen in Schlaf versetze und der da vorne mit uns spricht, mache ich hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.